Hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. Wie ich euch ja schon gesagt habe, möchte ich euch mitnehmen. Und zwar, was passiert mit meiner Tönung? Wie fälscht sich die Farbe raus? Ich habe heute das erste Mal meine Haare gewaschen und das Wasser war ganz schön braun. Auch das Shampoo wurde richtig braun. Und schaut mal, ist ja schon ordentlich was raus. Ne? Zweites Mal Haare waschen. So sieht das jetzt aus. Es wird immer ein Ticken heller, aber gleichmäßig. So, das dritte Mal die Haare gewaschen heute. Wieder mit Shampoo und Spülung. Es wird langsam wieder blond. Ist ein anderer Ton noch, aber es ist schon wieder blond mit so ein bisschen lila Strähnchen dazwischen. Ja, vierter Tag. Es geht immer weiter raus. Langsam, aber es wäscht sich raus. Ja, fünftes Mal Haare waschen. Es wird langsam immer heller. Es kommt aber auch nicht mehr ganz so viel Farbe raus. Also das Shampoo war schon noch braun geworden. Aber es merkt man schon, dass es weniger ist. Sechste Mal Haare gewaschen heute. Es kommt immer noch was raus, nicht mehr so viel, muss ich sagen. Ne? Seit dem letzten Haare waschen, das war schon weniger braun, aber es kommt immer noch Farbe raus beim Haare waschen. Und es hat auch noch lange nicht den Farbton, den ich vorher hatte. Was ich aber finde, ist, dass es sich gut rauswäscht. Es geht nicht über grün, denn ich bin ja blondiert und da ist ja immer die Gefahr beim Färben oder Tönen, dass du einen Grünstich bekommst. Das nicht. Ich habe so ein bisschen lila Strähnchen noch dazwischen. Ich mache weiter. Es soll ja bis zu 10 Haarwäschen halten. Jetzt habe ich die 6. Haarwäsche und wollte euch schon mal so ein Zwischenfazit geben. Die Farbe sieht auch immer noch gut aus, wie ich finde. Bin ich jetzt doch etwas grauer wieder. Da dachte ich ja, das hat gar nicht abgedeckt, die grauen Haare. Ein Teil der grauen Haare deckt das ab, aber eben nur ein Teil, vielleicht 30% würde ich so schätzen. Also wenn ihr jetzt komplett grau seid, ist so eine Tönung nichts für euch. Dann lieber eine Intensivtönung oder zu einer Farbe greifen. Aber wenn ihr nur einen kleinen Anteil grauer Haare habt, dann deckt das auch ein bisschen was davon ab, nicht alles. Und wenn man so einen dunklen Farbton nimmt wie ich, dann fällt natürlich das Grau auch ein bisschen mehr auf. Das ist mir dann auch gleich aufgefallen. Oh, habt ja doch schon ein paar graue Haare mehr, als ich dachte. Das hier oben ist ja mein natürlicher Ansatz, ungefähr so bis hier. Und da würde ich sagen, ist die Farbe auch schon so wieder raus. Fast. Ist auch sehr grau, also grauer als ich dachte. Bin ich schon. Jetzt fällt das mal so richtig auf. Wenn ihr blonde Strähnchen macht, fällt es nämlich überhaupt nicht auf. Dann merkt ihr das gar nicht. Dann denkt ihr mal, oh, ich bin ja noch gar nicht grau. Aber doch, ich bin auch schon ordentlich grau geworden. Jetzt in den letzten Jahren. Ja. Nur, dass ihr mal seht, wie sich das rauswäscht. Ich denke, einiges wird noch rausgehen in den nächsten Haarwäschen und da werde ich auch noch mal dann ein Video zu machen, wie es dann ganz raus ist, aussieht. Denn ich hätte eigentlich schon total Lust, noch mal eine Tönung auszuprobieren, eine andere. Aber erstmal möchte ich jetzt sehen, wie weit es sich wieder rauswäscht. Ihr seht ja auch ganz deutlich noch dieses Lila und die ganz besonders hellen Strähnchen, denke ich mal. Das sind die, die jetzt noch so ein bisschen lila sind. Aber es hält ganz gut, muss ich sagen. Also ich hätte gedacht, es kann ja sein bei blonden Haaren, dass es ganz schnell wieder rausfällt. Das war jetzt nicht so. Klar, nach der ersten Wäsche hat man dann schon einen ordentlichen Unterschied wieder gesehen. Aber seitdem geht es kontinuierlich langsam. Diese Maria Nila Haarkur in der Farbe Kakao, die ich hier hatte. Und ich hatte ja die kleine Dose, hat gerade eben für meine Haare gereicht. Wenn ihr ein bisschen dickere Haare habt, ich habe nämlich echt dünnes Haar, dann würde ich sagen, bei langen Haaren die größere oder zwei davon. Ist dann aber auch nicht gerade günstig. Ich werde dann nochmal ein Video geben, wenn ich das Gefühl habe, es passiert nichts mehr, es kommt nicht noch mehr Farbe raus, um nochmal so dieses Endergebnis dann zu zeigen. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr schaut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!